das ist die Achterbahn mit dem größten Looping der Welt. Das ist mit 240 km/h die schnellste der Welt. Hier geht es 41 Meter nach unten in ein Krakenmaul. Moderne Achterbahnen sind echte Hightech-Maschinen. Und sie entstehen zum Beispiel hier im 2000 Seelendorf Münsterhausen in der Nähe von Augsburg. Auf dem Hof verraten die großen Stahlkonstruktionen schon mal, was hier gebaut wird und was daraus entstehen könnte. Doch die Hauptarbeit findet heute nicht mehr in den Konstruktionshallen statt, sondern in den Rechnern des Unternehmens. Wie überall, die Mechatronik, wie es so schön heißt, nimmt zu. Also wir haben natürlich das Schienenbiegen, das ist noch alles wirklich viel Handarbeit, wo viel von Hand gemacht werden muss. Aber gerade die Steuerung von der Anlage wird immer komplexer. Wir haben viel mehr Sicherheitsvorkehrungen, die wir auch treffen. Andreas hat heute Besuch von Benjamin Fischer, dem Bauherrn der Achterbahn Carajo, die im Freizeitpark Tripsdrill entstehen wird. Der Fahrzeugtyp, den Gerstlauer für Tripsdrill entwickelt hat, heißt Launched Infinity Coaster. Wie die Fahrt mal aussehen wird, das kann sich der Kunde jetzt schon mal auf dem Rechner anschauen. Wir schießen da ab mit 1,5G Beschleunigung, also 1,5-fache von der Erdbeschleunigung, das einem dann in den Sitz drückt. Das wirklich, da gehen dann die Gesichtszüge auch nach hinten, da kommt das Lächeln los und dann geht es auf 100 km/h. Und nach dem Launch, also weniger als 1,6 Sekunden haben wir, glaube ich. Und dann geht es gegen Himmel auf den Tophead hoch, wo dann abhebende Kräfte sind, wo ich aus dem Sitz raus katapultiert werde. Und das wird einfach schon Wahnsinn sein. Während die Bahn also virtuell bereits durchfahren werden kann, wird in den Werkhallen ganz klassisch mechanisch gearbeitet. Die Stahlteile der Bahn müssen verschweißt und die 83 Schienenstücke in den passenden Winkel gebogen werden. Nebenan wird schon mal die gesamte Technik auf Herz und Nieren geprüft. Dafür wurde der gesamte Kontrollstand aufgebaut und der Betrieb wird simuliert. Wir testen hier eigentlich schon die komplette Software, wie sie vorher, also sagen wir, im grünen Tisch programmiert wurde. Wir testen da alles aus, auch alle Meldungen, die nachher dem Bediener auch eine Hilfe gibt, wo befindet sich gerade ein Fahrzeug. Und wir testen natürlich auch oder simulieren damit auch gleich eine Achterbahn, die durch die Steuerung gleich mal durchfährt. Und so haben wir natürlich nachher vor Ort auf der Baustelle eine wesentlich kürzere Inbetriebnahmezeit. Heute wird auch der erste Teil des Antriebes verladen, der die 3 Tonnen schweren Züge von 0 auf 100 in 1,6 Sekunden beschleunigen wird. Ein unscheinbares Stück Hightech. Wir haben hier jetzt einen Linear-Synchronmotor. Das ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, insbesondere dadurch, dass der berührungsfrei funktioniert und dadurch auch wartungsfrei. Also ich habe eigentlich gar keinen Verschleiß. Das sind so unscheinbare weiße Kästen, die aber ordentlich Kraft haben. Also pro Meter schaffen die 1,5 Tonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Die ziehen also ein ganzes Fahrzeug. Und die Technik an sich ist so ein bisschen ähnlich wie der Transrapid, bloß halt für die Achterbahn adaptiert. 3 Wochen später, ein regnerischer und trüber Tag im Freizeitpark Tripsdrill zwischen Stuttgart und Heilbronn. Die Bauarbeiten sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Man erkennt auf jeden Fall, dass hier eine Achterbahn entsteht. Eines nach dem anderen werden die tonnenschweren Schienenteile auf den 130 Stahlstützen verschraubt. Auch hier ist absolute Präzision gefragt. Man erkennt auch schon den 30 Meter hohen Tophead, die höchste Stelle der Bahn direkt nach dem Start. Auch wenn hier noch ein kleines Stückchen fehlt. Ebenfalls zu erkennen sind die Tunnel, durch die die Bahn fahren soll. Hier ist die gesamte Technik verbaut. 2000 Pferdestärken wird die Bahn haben. Vom Antrieb gut zu erkennen ist schon das Belüftungssystem. Dort, wo unser Kameramann heute steht, werden in wenigen Wochen die Bahnen herausgeschossen. Nach 7 Millionen Euro Baukosten und einer langen Planungszeit. 2009 hat alles angefangen, mal die Ideen zusammen, was könnten wir hier in Tripsdrill bauen. Wir hatten viele Anfragen von unseren Besuchern oder auch Umfragen gemacht, was die Besucher gerne in Zukunft in Tripsdrill hätten. Und es kam immer öfters, dass unsere Besucher wollten, dass wir eine schnellere Bahn bauen, eine Bahn auch mit Überschlägen. Die Firma Gerstlauer liefert nicht nur nach Deutschland. Fast parallel zur Bahn in Tripsdrill ist im Freizeitpark Alton Towers südlich von Manchester die erste Achterbahn weltweit mit 14 Loopings entstanden. 21 Millionen Euro teuer, einen guten Kilometer lang, Hightech, made in Deutschland. Darauf vertrauen sie auch im Vereinigten Königreich. Gut, wir bauen so 5 bis 8 Achterbahnen. Kommt ein bisschen auf die Größe drauf an, ob es jetzt eher was Kleineres ist mit 200, 300 Meter Schienenlänge. Oder auch mal über 1000 Meter, wo wir mittlerweile auch bauen.
Endlich ist es in Deutschland sommerlicher geworden. Es ist Ende Juni. Der gesamte Park in Tripsdrill ist aus dem Winterschlaf erwacht. Die Arbeiten an der Bahn gehen voran. Heute ist der TÜV zu Gast und schaut sich die Bahn aus allen Perspektiven und ganz genau an. Wichtige Tests sind zum einen Bremsentests. Wir haben hier oben die Blockbremse, bei der überprüft wird, ob das Fahrzeug richtig angehalten wird, wenn eben bestimmte Zustände an einer Strecke gegeben sind. Das ist zum Beispiel ein Test, der durchgeführt wird. Dann werden die dazugehörigen Sensoren zu den Bremsen eben getestet. Dann wird der Launchbereich getestet, mit anderen Worten, ob das Fahrzeug so beschleunigt wird, wie es beschleunigt werden soll. Dann werden noch eine ganze Vielzahl anderer Tests durchgeführt, die im Innenbereich sind. Wie wir auch schon gesehen haben, der Sitzbügeltest mit der Bügelüberwachung, die Startfreigaben etc. In den Tagen davor ist die Bahn mit Dummies beladen schon zigmal die nagelneue Strecke abgefahren. Es muss zum Beispiel die Geschwindigkeit bestimmt werden, mit der die Züge den 30 Meter hohen Aufstieg schaffen. Heute werden alle möglichen Fehler simuliert, um zu sehen, ob die eingebauten Sicherheitssysteme auch funktionieren. Jetzt werden die ganzen Näherungssensoren, die auf der Anlage sind, die werden jetzt überprüft auf Ausfall, auf Drahtbruch, um zu simulieren. Jetzt haben Sie es gehört, es ist ein Fehler aufgetreten. Augenblick mal bitte. D13. Und jetzt haben wir den Fehler simuliert, dass der Näherungsschalter ausgefallen ist. Und jetzt schauen wir dann, wie sich die Anlage verhält, sicherheitstechnisch. Die Näherungssensoren, das sind diese kleinen, überall in der Bahn eingebauten Messpunkte, die sofort reagieren, wenn irgendetwas beim Betrieb der Bahn nicht korrekt arbeitet. Schließlich muss Sicherheit für die Fahrgäste immer oberste Priorität haben. Hier wird der Ausfall eines Sensors überprüft. Das heißt, es wird simuliert, dass ein Sensor nicht den geforderten Wert anzeigt. Und die Anlage muss dann in einen sicheren Zustand gehen. Das heißt, bestimmte Bremsen müssen eingeschaltet werden oder der Launch muss abgebrochen werden. Während der TÜV weiter die Technik überprüft, lassen wir eine Kamera mit der Bahn mitfahren. Dennoch dürfen keine Menschen einsteigen und wir wollen vergleichen die Originalfahrt mit der Simulation aus dem Computer. Dank moderner Technik lässt sich also das Fahrgefühl so einigermaßen schon vor dem Bau vermitteln. Doch zurück zum TÜV-Test, der ist nämlich fast vorbei. Die Anlage ist sehr gut im Schuss, die Tests verlaufen wirklich sehr gut. Wir haben bisher eigentlich alles, was wir sehen wollten, auch realisiert gesehen an der Anlage und spricht nichts dagegen, dass die Anlage betrieben werden kann. Jetzt kann Benjamin Fischer, der in vierter Generation zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel den Park leitet, nach mehreren Jahren Planung und Bau auf seine neue Attraktion herunterschauen. Und die Gäste können sich auf diese Aussichten freuen. Auf Hightech, made in Germany.